Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Hearthstone. Mein Name ist Scrawl und ich begrüße euch recht herzlich hier zu einer neuen Folge. Wir haben neue Quests, einmal Priest or Warlock und Rogue und or Warrior. Und wir starten dann gleich mal durch und zwar spielen wir nochmal den unglaublich überaus mächtigen Priester. Und los geht's. So, ich muss mal nachher noch ganz kurz hier noch, also jetzt ganz kurz muss ich mal schnell was holen noch. So, kurz hier rübergreifen, kurz so, jawohl, perfekt. Alles klar, jetzt bin ich vollkommen vorbereitet für eine neue Aufnahmesession mit euch. Und wir spielen Anduin gegen Uther. Okay, also, Priester, mal wieder. Man hasst ihn und man hasst ihn. Nein, ich glaube, der Priester wird niemals irgendwie meine Klasse werden. Oh, wir haben jemanden, der uns begrüßt. Greetings. Und wir haben auch wirklich eigentlich nichts Gutes auf der Hand. Eigentlich, sonst immer ist es so, dass ein Priester sollte am Anfang wirklich versuchen, hier so Karten auf der Hand zu haben, wie jetzt zum Beispiel... wie heißt es nochmal hier, dass ich mir Karten stehlen kann von ihm? Hier, Mind Vision und sowas. Oh, er spielt ein Nerubian Egg. Das könnte kritisch werden. Wir ziehen erstmal eine Karte und spellen das auf ihn drauf. Aber jetzt hoffen wir einfach, dass das Messer den, jawohl, trifft. Also hier unseren Paladin. Weil ich habe keine Lust, dass er hier jetzt sein, Nerubianer rausholt, mal schnell eben. 4 Schaden hat er schon kassiert. 1 durch das Knife. Okay, jetzt müssen wir nur gleich überlegen, wenn er ein... Oh nein, er silenced unseren... unseren Lepragnom? Ach so, er will, dass wir hier Sachen machen und so. Wir spielen das hier. Treffen ihn. Oh ja, schade, fast. Gehen ihm nochmal ins Gesicht. Jetzt wird er wahrscheinlich als nächstes unseren Knife-Juggler töten, weil es bleibt ihm fast nichts anderes übrig. Theoretisch könnte ich jetzt ihm dann schon im nächsten Zug 10 Schaden machen, was natürlich richtig krass OP wäre. Jetzt mal gucken, was er rausspielt. 5. Okay, er macht den Knife-Juggler natürlich weg. Ist ja das Logischste fast. Equality! No! Okay. Ja, okay, er macht ihn weg. Das war fast noch besser für ihn. Sonst hätten wir ihm jetzt 10 Schaden gedrückt. Restore 4 Health. Plus 2 Attack this turn. Das ist jetzt alles nicht so geil, muss ich sagen. Ich muss es aber jetzt leider einsetzen. Oder muss ich das wirklich? Also ich würde hier auf jeden Fall mal traden, das ist ganz logisch. Hier wird er wahrscheinlich traden, deswegen muss ich den wegmachen leider. Deswegen machen wir jetzt leider mal so. Töten den hier auch. Und gehen ihm wieder mit 3 ins Gesicht. Sind damit immer noch im Vorteil, haben zwar 2 Schaden gekriegt, er hat einen Nerubian Egg auf dem Board und ich habe einen Knife Juggler mit einem HP auf dem Board. Oh shit, 5-5, aber das ist gut, wir haben ja einen Shadow Ward Pain auf der Hand. Das heißt, Shadow Ward Death, das heißt, der macht mal einen ganz schnellen Abflug. Ich habe aber Angst, jetzt noch irgendwas großartig auszuspielen, weil das könnte halt echt blöd werden, theoretisch. Deswegen hauen wir ihm weiterhin ins Gesicht mit unserem Knife-Juggler. Weil er sich ja anscheinend nicht zu wehren wagt. Der gute Ganu. Ah, shit. Das läuft jetzt natürlich nicht so wie geplant. Sollen wir es riskieren?
Wir gucken erstmal, was unser Gegner in der Hand hat. Einen Taunt, das könnte uns natürlich retten. Komm schon. Du kannst auch hier reingehen, jawohl. Dann machen wir das nämlich so. Und so. Und klatschen den gleich weg. Und zwar beide. Batsch. Also zum nächsten Zug machen wir die Mega-Kombo. Dann hat er 6 und 12 Angriff haben wir dann jetzt auf dem Board gleich. Und hat es endlich mal. Ich fasse es fast nicht. Es hat gut geklappt mit dem. Mit dem Priester einfach mal. Also jetzt lässt er mich nicht mehr angreifen. Jetzt habe ich einmal mit dem Priester gescheit spielen können. Jetzt lässt er mich nicht mal angreifen. Auf Stufe 20 kriegen wir einen. Noch ein Mindblast in Gold, okay. Aber es hat ja einigermaßen gut geklappt jetzt mal mit unserem Priester. Jetzt starten wir gleich mal in die nächste Folge nochmal rein. Also in die nächste Folge ist gut gesagt. Natürlich in das nächste Battle. Battle. Dü-lü-dü-dü-dü. Jetzt haben wir ja eigentlich, also jetzt habe ich euch eigentlich hier, oder jetzt spiele ich ja hier eigentlich fast schon wirklich mit allen Klassen. Ich glaube, den einzigen, den ich noch nie wirklich aktiv gespielt habe, jetzt hier im Let's Play, ist der Ranger, sage ich schon, der Hunter, der Ranger. Wer kennt ihn nicht, den guten Ranger aus, der Schuh des Manitou? Nein, natürlich, den guten Hunter. Habe ich bis jetzt noch nicht gespielt. Wir spielen schon wieder gegen den Paladin. Greetings. Heute ist wohl der Paladin-Tag irgendwie. Und er grüßt nicht mal zurück. Du Sau, du! Alles klar. Warsdale. Ist gemein. Antwortet nicht. Was soll das? Okay. Also auf dem werde ich jetzt sicherlich keinen Shadow Word Pain anwenden. Ich werde ihn hier einfach angreifen, mich healen und den Zug beenden. Er wird jetzt sicherlich mein Lebergnom trainen, ist ja das einzig Sinnvolle. Aber dafür wird im nächsten Zug eine übermächtige Karte ausgespielt, und zwar der Lightspawn. So, nämlich genau jetzt. Zack. 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 Im nächsten Zug habe ich dann auch, wenn ihr jetzt eine High Card spielt, auf jeden Fall ein Follow-up mit dem Shadow Word Death. Also Dead, Death oder Pain, je nachdem was er spielt. Und nicht zu vergessen, ein Thought Steal. Kann ich auch noch gleich mit drauf anwenden. Oh shit, da holt er sich aber 4 Schaden ein. Naja gut, er hat sich nur 2 Schaden eingeholt, aber es ist trotzdem noch immerhin ziemlich viel Schaden. Oh, nice. Nice. Damit haben wir 2 schöne Karten von ihm gezogen. Boah, das ist natürlich so eine Ultra-Kombo, wenn ich den hier spiele. Da drauf ein Ding drauf hau. Nein, ich brauche einen Mana mehr. Shit. Den Slugbelter töten wir direkt. Healen uns noch. Eigentlich warte ich jetzt nur noch auf eine Karte, und zwar auf die. Auf das Divine Spirit. Ah, da spielt er sein Us aus. Bufft ihn natürlich hoch auf 5-5. Ja, war ja klar. Das Problem ist, ich kann nur einen von beiden töten. Aber was du kannst, kann ich schon lange, mein Freund. Wir spielen jetzt. Wir machen auf jeden Fall einen von denen weg, dann haben wir noch 3 über.
Und ich muss jetzt ganz kurz die Aufnahme gleich beenden, weil es bei mir geklingelt hat. Jetzt muss ich mal hier gucken. Mehr können wir eh nicht machen. Der nächste war in der Shade. Oh, da kriegen wir aber gerade ganz schön ins Gesicht, das gefällt mir gar nicht. Wir ziehen eine Karte, oder wir ziehen besser gesagt zwei Karten von ihm. Haben ihn nochmal auf der Hand. Ist natürlich richtig gut. Und dann hauen wir mal unseren Lightspawn raus. Und beenden unseren Zug. Jetzt kann er den natürlich mit seiner Waffe und seinem Ding wegtraden. Jetzt muss ich aber hier mal ganz kurz. So, jetzt. Müsste eigentlich alles passen. Muss derjenige halt ganz kurz wo draußen warten. Das ist schon okay. Okay, er kann mir trotzdem noch 5 Schaden machen und mir weiterhin ins Gesicht gehen. Ich habe ein bisschen Probleme gerade hier, ehrlich gesagt. Und er heilt sich wieder hoch auf 30. Ich komme gerade nicht wirklich richtig ins Spiel, wenn ich ehrlich bin. Der drückt mir zu viel Schaden, das passt mir nicht. Den hier spielen wir aus. Dann spielen wir den Naxxramas Shade aus. Okay, jetzt wird's kompliziert. Wir spielen sie noch aus. Und geben ihr die Fallen Shield. Okay, jetzt haben wir 1, 2, 2. Wir haben halt nur Low Cards irgendwie. Und wir. Aber wenn wir 10 haben, können wir ihn einfach. Oh Gott. Aber das ist gut, weil jetzt packen wir gleich einen Inner Fire auf den Tor. Okay, jetzt tradet er natürlich hier komplett. Oh shit. Gibt uns 5, 9, 12. Ah ne, sein Naxxramas Shade lässt er wohl noch. Jetzt wäre eine Holy Nova natürlich ideal. Ah nein, sein Naxxramas Shade auch. Okay, Holy Nova. Nein, schade. Okay, das heißt also ihn hier. Dann ihn hier. Und ihn hier. Oh shit, damit hat er gewonnen. Nein! Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Verdammt. Aber ich konnte auch nichts mehr anders machen. Jetzt haut er natürlich sein Naxxramas Shade rein und drückt uns 4 Schaden und das war's. Jo, und hat auch noch Ragnar was. Ah, well played. Naja, so kann es laufen. Auf jeden Fall sage ich jetzt ganz schnell vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes in die Kommentare. Und nicht zu vergessen, abonnieren. Und dann sieht man sich in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Scroll. Bis dahin. Tschüss.